Ça a l'air d'être bon, hein, c'est ça? Okay. Ja, hast du eine Liebe oder nicht? Ich weiß es nicht, ob ich eine Liebe habe oder nicht. Was? Du weißt nicht? Nee. Wir haben miteinander geschlafen oder nicht? Ah, natürlich haben wir miteinander geschlafen. Ich auf dem Kanapee, er auf dem Boden. Ah, nicht miteinander? Nicht miteinander. Das ist ja alles in beste Ordnung. Ah ja, aber weißt du, wo der Jean-Marie durchgebrannt ist, dann ist ganz tief gefallen. Ich habe mir sogar das Leben wieder nehmen können. Enfin, und der Arsene ist gekommen, hat mich daheim gebracht und hat mir sogar ein bisschen Beschäftigung gegeben. Eine nette Beschäftigung, wie fremde Lieder Puzzle zu machen. Ja. Mädel, ich glaube, du bist nicht mehr richtig wie groß. Ja? Und wo der Inspektor Larry gekommen ist, hat er sich ihm gefällt wie ein Spiel. Ein Spiel? Ja, und ich habe ihn mit dem Spiel mitgemacht. Aber beruhig dich, das ist bald fertig. Ich will es hoffen, weil so etwas oder unserem gar nicht notwendig. Aber da hinten fühle ich mich schon ganz nützlich. Mit dem Amelie machen wir die Haushaltung. Und der Papi, der hüpft dem ganzen Hiedel rum hier so Äpfel. Ja, und wie geht's jetzt wieder mit dem Arsen? Er ist nicht letzt mit seinem festen Charakter. Er hat einen besonderen Beruf. Da lädt ja also der Higa der ganz weg, ne? Ja, ich weiß es ja. Arsène Lupin, 7. Generation. Schwindler, Stähler, Inbrecher, Gauner und so weiter und so weiter. Jo Mädel, jetzt mach doch mir ein Gefallen. Häng doch die alles an den Nagel. Und komm doch mit mir in meine Residenz von Saint-Tropez. Du bist so schön und du vergisst alles. Ja, ich kann viel erzählen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Komm, komm, ja. Geh in die Küche. Oh, heute kann ich, ja? Na, ihr habt euch aber nicht rausgeputzt, so du, wir kennt euch schon gar nicht mehr. Bah oui, maintenant nous fait partie des gens chics de la Brochard, hein, was glaubst du, hein? Ha! Quatsch nicht so viel, es gibt andere Leute nichts an. Ja, schaffen sie denn nicht? Ja, schaffen! Wir sind ja Erdteteur. Wo sind wir in Erdteteur? Teteur! In der Buhrei gibt es doch kein Erdteteur. Teteur! Ihr müsst doch das Feld und den Garten jeden Tag sind, ne? Gut, es gibt eine richtige Katastrophe, du. Seppi, halt du jetzt mal deine Schnuffelrätsch. Jetzt red ich. Ja. Halt mal du. Ja. Wir haben die Meier schon Kehl und Geißen gemolken. Ja. Und jetzt können wir uns mal einen schönen Moment. Mhm. Und das kann uns niemand wegnehmen. Sowieso, und Mensch, und wir haben uns extra noch so schön angezogen, für das ganz Finstige gesehen, dass mir eingeilt, hä? Dass mir einloben. Hä, die Farbe macht, keine macht, hörst du mich? Ich muss sagen, du bist ausnahmsweise mal sauber angezogen. Und jetzt stehen schon an mir. Nein, aber. Und weißt du was, da können wir jetzt mal einen Kritz ins Kamin machen. Aber das hättest du müssen abschneiden, doch. Ah, das habe ich vergessen, ja. Das habe ich vergessen, aber... Heute wollen Sie, darf Sie doch sich entschuldigen. Aber? Er hat nämlich schäftlich vorgelesen. Ah, also Folgendes muss ich noch ein bisschen vertreten, nicht? Ja, natürlich. Also, könnte ich Ihnen etwas einschenken? Ja! Nein. Ja, mit einer guten Noppe kann man mal eins anstoßen, ne? Hör ich mal. Na, bring uns mal ein Fesselbier daher. Ein Fesselbier? Na, ja, natürlich. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich kann das Kanettler Bier. Ah, Sie haben ja noch ein Kanettler. Ja, noch was, warte. Nein, dann bringen wir mal zwei Kisten dabei. Hopp, zwei Kisten.
ist der Hüter. Doch einmal, wie wir das Bier umsonst profitieren. Machen wir ein bisschen davon, gell? Ich habe aber das Bier da gut gelabert. In dem Koffer de la Forme hat man doch Geld und Wert, so, ne? Na ja, stimmt, hoher genau. Aber oh, nicht mit dem Affen, ne? Also, hoppla. Ja, wo was geht? Ja. Will er uns nicht zwingen, oder? Mhm. Also, ganz im Vertrauen gesagt, da sind wir kaum Imitation oder Wissen. Imitation? Ja, was sie am Schwan? Aus Blech, Eisen, Horn, Plastik? Blech, Eisen, Horn, Plastik? Ja, ja. Wir sind so froh, dass wir den ganzen Krempel vom Hals haben. Ich kann denen nicht gar nicht genug Merci sagen. Jetzt loben wir, und? Ich hab doch wenigstens Blech für Bier, nicht? Ja. Du Mensch, wir haben uns extra noch unser ganzer Bier gelacht auf der Bank von uns hin zu ihm zu kleiden. Was meinst du, was wir jetzt von deinem Mist? Okay, jeder hat noch mal durchs Bett. Meine Bitte, wo liegt er? Oh, vom Liebrett, du hörst mir das Scheiß mit. Ganz im Vertrauen gesagt, gell. Er hat sich ganz als Richtung gar nicht da in den Tod daheim gesucht. Oh, ne? Er hat es nämlich nicht mit vom Louvre in Sicherheit gebracht. In Paris. In Paris? Ja. Oh, fuck, da bin ich noch einmal da, was ich mir mit unserem Traktor 4 da lang in Reis gehen. Mit unserem alten Masse Ferguson, wie wir haben. Ja. Noch einmal habe ich dich am Lager auf der Sonne sitzen, bringe mir noch etwas zu trinken. Also, ja, ich gehe aber noch schnell in den Keller mal eine Kiste aufholen. Ja, ja, hol mal eine Kiste. Ja. Oh, du lieber Herrgott. Seppi, du, da wird nicht viel abfallen, he? Da sind wir halt schön wieder angegangen, wir Hoffotteln. Ja, da wird nicht viel abfallen, ne? Ja, ja, gar nichts mehr wird abfallen, überhaupt gar nichts mehr, Scheiße! Mein lieber Mann, ich werde noch verrückt, alles von Katz. Also, wir sind zwei Idioten, das ganze Theater ums Geld. Ja, bitte, sagst du, nur ums Geld, he? Alles geht da nur ums Geld. Nur mich machen sie nicht lang los, gell? Mich machen sie nicht lang, sag ich, gell? Weil ich gehe jetzt auch noch mal einfach einen anderen Halt und lade und fertig, gell? Ah, oh, da, schön, dass wir Sali noch einmal bitte gemeint für eine kleine Visite machen. Ja, Sali Albert, ich finde, du bist noch ziemlich gut in Schuss da, leider halt so, sehr fast. Sein Wort ist klar, mit dem vielen Sport, den ich spreche, das ist anständig lächeln. Ja, ja, wir haben auch zu lächeln, aber nicht, das ist gar nicht der Server, gell? Ah, ich gebe doch gerade den Niver in der Küche und den Lavabo. Das Wasser kostet nichts bei uns. Da kann er alle Ochsen, die da reinkommen, billig trinken. Albert, wir sind doch kein Stickelfee, wo wir zum Tränken fehlen. Also, wir haben doch alle das letzte Mal eine Visite gemacht. Also, Bier ohne Schuhe ist doch wie eine Katze ohne Pelz. Nächste Tag. Mach, Sebi, mach doch keine Frage, wie sind wir da reingewählt? Kannst du anschlucken, wenn? Ja, natürlich. Was glaubst du? Ich bin doch keine Animation. Einer freut in der Gorichel, es gibt nämlich Sportschreien. Ah! Ach, Gott, geht mir noch mal hoch! Und du gehst jetzt kriegst du mal, wenn du schon getäfft wärst, du Simpel. Du noch, du Spinner, du Giftnügel! Ah, yes, das Gott, ich nehme nur das Ding an, du! Nach der mir das ganze Bier mit der Schattel und Nuss! Der Alt hat ja auch Riss in der Schüssel, ne? Mit dem können wir auch Stoffhalte gehen, gell? Du hast recht. Mein lieber Mann, da brüchte ich mich alle weg ganz hoch, die mir war schon nie mehr schrubben, ha? Aber lasche doch nicht, ganz auf Bier und Kopf und Schattel. Lieber Pasippi, bist du Trollätschel? Trollätschel? Nee, mein lieber Mann, hast du eine schöne Mise en Pied gemacht. Ja? Was läufst denn du? Seid ihr mir jetzt schon wieder in der Fahrstunde rum? Du kommst jetzt da nicht am richtigen Moment, ha? Ganz letzter Moment. Na, verglänge ich dir gar nicht so in der Schuhe, schütte, hä? Du, nur mal langsam, du, hä? Nein, meine Schandl ist schon gewascht worden, was glaubst du? Ich fuck mir meine Fies noch in welche da dazu, hä? Also, ich war nicht gewiss, dass der Großpapa Lüpe eine Pflege hat. Schau mal da an, das ganze Bier hat er verschüttet.
und wir tun das Leben deutlich. Ja. Und ich steck jetzt den Hopfen und noch Gas bis an den nächsten Ostern. Ha? Ja, so schmecken wir das Wenige, deine Schwäßfäße nicht mehr so arisch. Was ist das? Die sollst du jetzt nicht richtig sagen, gell? Nein, ich schaue es, das hat keine Frage. Was hat keine Frage? Hast du sie schon einmal richtig geschmeckt, habe ich Schweinfriss? Also, deine Jugend, da ist frech wie ein hoher Spatz. Das ist ja, was klappt denn der? Ja, was denn hier? Ich kenne ihn gerade an die Wand, Bebe. Was ist auch noch in der Frage? Von sie noch etwas? Ja, immer noch etwas davor. Boba, wenn ihr in der letzten Zeit niemanden gesehen da reinlüstern, dann haben wir wieder doch verhindert, dass wir nicht ständig in Gebrauch kriegen. Ja, hörst du mal, du? Ja. Mensch, du, wir sind geborene Freelancer. Wenn wir am Schaffen sind, sind wir voll bei der Arbeit. Wir lehnen in der Fenster vom Mai jetzt bis am Abend und über die Arbeitwelten hin. Ja, hast du jetzt gehört, was meine Mama noch gesagt hat? Ja. Si du hast une affaire compris, du bist gut in der Wiede stutzen, Chérie dans le Stall und la Boss! Was glaubt denn der? Der glaubt alle, wenn wir schaffen an der Post oder an der Bahn, hä? Hey, was machst du denn da? Gilt, gell? Hey, Mama, Leute, das ist doch Alkohol, das will zu gefährlich für dich! Hugo! Der Junge, der süfft jetzt schon Alkohol, der fängt auf Regen und Gang, der wird gerade so deutlich wie du. Das ist meine Junge. Hey, du hast gut zu reden. Ich wäre auch gar nicht gefreut, ob ich schon Durst habe, hä? Ja, aber voilà, weißt du jetzt? Ich muss gar nicht in der Brust zu werfen, so, gell? Wenn ich mal FTT nehmen kann, muss die Erbe nicht so schrecklich sein, gell? Also, dass ihr mir keine Auskunft geben kann, dann ich halt im Noppen verlangen, habe ich sicher mehr gekriegt dort, hä? Also gescheit! Oh, sie werden doch nicht Gendarme gerufen, oder? Gendarme! Da brauche ich noch einmal Gendarme! Ich weiß nichts, ich habe nichts gehört, hä? Ich weiß ganz oft gar nichts! Ich bin unschuldig, hä? Ich bin unschuldig, ich bin unbewusst! Ihr habt's gesehen, hä? Was machen wir jetzt? Ich bin unschuldig, ich bin auch! Wisst ihr nicht, ihr verschreckt ja, wie man ihr jetzt umgewiesen hätte! Also, ich kenne mal an der Dielo und da wisst ihr schon gleich, wenn das kommt, hä? Am besten springen wir das Fenster! Papa Seppi, kannst du schon mit der Poulette spielen? Du machst mit der Poulette? Nein, Hugo, das kannst du noch nicht. Nein, du bist noch viel zu jung und zu grün, hä? Lass nur mit dem Papa sich da drum backen. So wie der Vater, so der Sohn. Nein, sind wir rangieren nicht. Kommen Sie noch mal rein. Und noch sieht sie noch so außergewöhnlich, so naturell, ohne so raus, ich träge. Du, da redet man gerade drauf, blitze jetzt ich schon. Weg! Salut! Bist du das Poulette da? Mach da keine Sorge. Mein Papa Seppi, der wird sich viel schon um dich bekümmern, gell? Aber es ist schon, ich darf noch nicht. Hat man gesagt, ich bin noch zu jung und zu grün, gell? Ach, du sollst jetzt nicht da drin reden, du Rohrspatz! Wie du jetzt da schön da hinten dran, hä? Bonjour! Du,
mein Lieb, was sag ich dir? Ich bin der Joli. Ah, nein, ich bin selber das nicht der Joli. Ich bin der Seppi. Hast du mir schon einmal das Gestell hast, richtig angelegt? Naja, ich mach nur mal das, dass er da ist. Je la fais que ça. Je la fais pas. Seppi, t'as vu la meuf? Elle en fait, hein? Oui. Seppi, die kommt doch von einer anderen Welt, die kommt nicht von unserer Gegend. Ey, du wirst mir doch gerne so Trauer mit heimbringen. Mir scheint so cool zu sein, gell? Was du musst mit mir? Ich will's Siren. Ja, Siren. Von Greenpeace. Aktivist von Greenpeace. Aktivist von Greenpeace. Hab jemand mitgenommen mit dem Rennen von Wario. Und mit dem Recht auf Klimatik. Dann wird die ganze Welt alarmieren, ja. Und wir lassen uns von niemandem auf den Fels treten. Kapiert ihr? Und wir gehen von niemandem zurück. Oh nun, die Big Noriste noch Gosch auf wie so Garage da. Den hätte ich wohl gleich. Da bist du am besten weg. Ja, aber Leute, doch, Mama, du, ich fäng noch jetzt noch so schönes Nase, ne, Leute? Hast du das Nase gesehen, wie sie hat? Ich von dem Arsch will aber gar nicht reden, Leute, aber das kann ja. Seppi! Wenn die dich immer noch rumkommandieren, dann wäre das Springvergehen mit deinen grünen Lies ist nichts anzufangen. Bist du hier, Mama? Halt so ne, wenn es ein Wieb im Schädel an ist, das Verstand am Arsch. Komm, wir gehen jetzt, gell? Ja, wir gehen schon. Wir gehen jetzt ab. Also, à la revoir, bis zum nächsten Mal. Komm jetzt. Du machst, na, ich hab's aber sympathisch gefunden. Den Ecologic machst du weg, gell? Oh, Ecologic machst du weg, das ist ja wieder egal was. Halt jetzt die Mütter halt frisch. Oh, was? Okay, aber schon. Ey, wo kommen wir denn hin? Wir müssen doch gehen. Ich weiß es. Ey, hast du meine Adresse gesehen? Und für toujours Chachi auf Facebook und Instagram, gell? Hoppla, bye bye, Pupu. Hoppla, ja, bye bye, gell? Bye bye, ja? No! Ich hab denen Bühnenhändler Respekt verschafft, ne? Die sind fortgezottelt mit Hähnen auf der Stecke. Ja! Wir sind Grimpfies und nicht Grenilis. Was meint denn das nicht anfühlen? Wir kämpfen für den Umweltschutz von der Welt und nicht für das Ungeziefende vom Land. Ja, das ist sehr wichtig, sie noch sehr gut. Wow. Sehen wir das Wissen? Voll im Schwung. Mich wundert gar nicht, dass der Achsel mit ihnen schon Bekanntschaft gemacht hat. He? Übrigens, ich bin der Markus. Der Bespring vom Achsen. Ah, ja. Also, ich bin der Tätti, der mal wieder verrest. Ja, hat mir schon gesagt, dass er durchkommt. Oh. Dass ich sie schnell installieren soll und dass ich geduldet bis er zurückkommt von Paris. Oh, ja. So, ich bin der altliebste mal wieder auf Paris gerest. Ja, aber nur mehr geschäftlich, Mamsel Irene. Ah, ja. Hoffentlich lässt mich der Tiger sich nicht verfeiern in der Pariser Nacht, ja. So wie auch nicht da, in der Folie Bergère oder im Moulin Rouge. Ja, wie schnell hat er so viele Katzen auf Hochtüren gebrungen. Er hat es im Foutu. Keine Angst, Mamselieren, er ist nicht so begeistert von Paris. Er ist ja schon so ungeduldig, wieder ins Elsass zurückkommen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ja. Das wird aber nicht helfen. Das Wiesen, die mir viel ist, ich, ja. Wir haben so schön die Züge verbunden. Ja, so schön. Ullala, Sie sind ein Rosenwieb, hä? Und kein Üsegewöhnliches, hä? Marius, wo ist ja. An der Achsen? Ich habe ums Hemd gebildet, also kann ich Voyage d'Affaires jetzt fahren. Ja, Amelie, da kommen wir noch zu spät. Er hat schon fortgemisst. Schon? Ja.
Und ich tolle Bild das Hemd, dass er sich nicht brust blamieren. Oh, wenn er doch nur wieder sehen würde, dann denke ich, der Monage. Ja! Das du, will ich nicht mehr so lang, ja. Denn ich habe schon so wie so Schmetterlinge da im Büsch. Also, was sind wir da? Also, kriegen wir das Krabbeln? Ja, so kriegen wir das Krabbeln da. Ja. Was ist denn das für ein Topfmodell? Oh je, mit der Geiss ist alle Hopf vom Mals verloren. Aber Ensa ist jetzt Mumsel. Ihr brüche da hinten ihre Zeit nicht verlieren. Der Vögel ist zum Nest geflogen. Und wer weiß, wann er wieder zurückkommt. Da ist der Tier. Die können er nehmen und wieder gehen. Juhu! Ich hab den Mama vom Achsel und freut mich nicht so uns im Herzen. Ich glaub, die Kleidung passt nicht in der Raum. Aber mit der Zeit wird sie sich dran gewöhnen, nicht? Oh, ja. Ey, Belloge! Verdeckel, Magnus, du hast in der Stern mitgebrungen. Pass du auch nur mal auf, wenn du 18 bist, dann werden sie mal wegputzen. Unmensch, unmensch. Er hätte schon fortgemessen auf Paris. Hühner, da hätten wir den Salus Salve. Ja, ich will gerade sagen, es gibt mich ja nichts ohne. Aber ihr hättet um trotzdem das Hemd zu den Beinen. Was geht ab, c'est foutu. Aber jetzt ist auch genug, Kinder. Ich habe grobe genug gemacht. Wenn ich jetzt nicht sofort mich in Massage kriege, schlage ich da hin, Krambol. Rabbi, nur mal langsam. Das Bonischl hat nur zwei Hände. Das will ich jetzt nicht wissen. Jetzt ist c'est mon tour. Jetzt komme ich dran. Also, ich drehe mal das Gepäck genug ins Zimmer. Ja. Ja. Und jetzt mal ein bisschen auslüften. Ja, mach gerade das Fenster auf. Ja. Bis dann. Mamsel, ich will doch ein bisschen wissen. Sind Sie da hinten Putzfrau oder sind Sie Kinder? Beides. Was muss man nicht machen, dass die Kirche mit dem Dach fließt? Oh, ja. Yeah. Ich hab ja auch. Ich hab ja auch immer was einspringen. Und dann rein vom Marium. Das große Schild von Greenpeace, ja. Und ich öfters muss massieren. Ah. Ist der, wie wär's? Wenn wir den Papa-Papa das zweite massieren, ja, das tut man ja so plötzlich machen. Ja, wenn du heute mal ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, klar, dann gehen wir halt den Papa-Papa massieren. Ich wollte ja nicht stören, aber ich kriege so langsam Geld. Ja, man macht ja noch so ungeduldig wie so alter Spatz. Dann wären wir schon kein Mier. Ja, gib mir gerade ein paar Händchen, wenn es beliebt. Voilà, voilà. So. Ja. Da kommt mir nicht Behebung. So. So, Papi. Sind wir jetzt zufrieden? So kann man es uns halten, machen wir nicht so bitter. Ja! Wie fängt Sie? Sie haben meine Handgriff gefallen, sehe ich es. Aber es geht mir schon viel besser. Oh. En continue, s'il vous plaît. Also, kenne ich eh schon lang? Wer der Mann ist? Ja! Komm, 5 Minuten! Ah, ihr seid nicht von dem Marius gekommen? Ja, woher dann? Ich bin doch da oben, der Achsen! Ja. Was? Der Achsen? Ja, wieso der Achsen? Jawohl! Wisst ihr, was geschehen ist? Steht ja in unserem Glück nichts mehr auf uns und was er will. Wir kennen uns ja schon so lang. Ja. Ach so, ja. Und er ist da mit ihm verstanden, ja, natürlich, ja! Natürlich, Mamsel! Nein! Was soll das? Was soll das, wenn wir Frauen sind? Was soll das, wenn wir Frauen sind, gilt dort der Männer gern und der Speck, ja. Hauptsächlich, wenn sie gut angebildet wären, hä? Oh, das Elend, ich fliege! Ja, ich habe eure Kraft nicht mehr! Ja,
zum Stern, ne? Ja, was hab ich jetzt verstellt, dass ihr auch ein Ronker und ihr doch Achsen? Mehr wie gerade Ronker. Wir haben miteinander gestorben, geschlafen. Ich glaube, es zwei ist jetzt über den Leber gerutscht. Ruf ins Spital an, ich glaube, ich bin hier nicht rum. Ich bin jetzt in Luft stehen. Also jetzt muss ich reagieren. Ich muss mit meiner Mannschaft wieder zu mir ziehen. Ja. Die machen mich hin! Hey, das geht ja nicht! Aha! Ball fliegt Fetzen von mir weg! Ich habe den Rennen verloren! Hab ich mir nicht gemacht! Ich bin immer lauschen! Ich werde dir schon zeigen! Immer ein Mann! Und der Fingerwinkel! Mann, mein lieber Frock, der Massage wird mir gedenken! He? Ich glaube, in den nächsten 6 Monaten und ich mich nicht mehr in den Senkel will stehen! Was hat denn jetzt der Halt? Wieder zu reklamieren! Ich kann nicht! Was wartet denn noch mal? Von ihr kommt! Nein, wie kannst du nur so gemein mit einem älteren Mann reden? Schaffst du dich nicht? Von dir hat sich mal nichts mehr, du rechtgebildet die Gans! Blöde Geister! Was hat denn von dir? Anzunehmen! Jetzt muss ich Erstärkung haben, Erstärkung! Auf die Tante Marius! Ich muss ja selbst trinken, ne? Also, jetzt ist der Salat der Massage geschlossen. Hat dich noch jemand interessiert? Man kann ihn noch ruhig, kann ihn noch ruhig Rendezvous nehmen. Wir gehen von nichts zurück. Greenpeace geht alles, alles vor und vor. Das ist gut. Haben Sie jetzt das gesehen? Das ist schon empörend. Oh, miserable. Ich muss feststellen, also ich, wo da nicht Licht ist der Verfassung kommen, sind auch ganz bis zum Hiesen. Nee, also kommt jetzt der Großbocker, halber Nugget in den Käse. Ne? Ich habe ja bald meine Kaffeelöffel nachgestopft. Trescher, lass ich nicht ablenken. Wir sind da in seinem Rüppel. Der Arsène Lupin hat nur einen Gedanken, an ihren Schuck, an ihren Schmuck zu kommen. Er ist schon momentan auf Paris gefahren und dort wird er genug Zeit vertrieben. Aufgepasst! Es heißt aufgepasst! Ich kenne den Arsène viel zu gut. Er ist ein schlimmer Fuchs wie seine Ahnen. Er ist mit allem Wasser gewäscht. Ein Verhofften, doch, dass endlich die Bier geschält ist. Das kann ich aber nur, wenn ich nicht fassen kann, ich vom Stehlen. Ein Notabene und Verhoffene. Aber mein Marion kann ich nicht bestichlen. Das Familieninteresse ist meine erste Priorität. Riskiert! Alles riskiert! Ich habe an den Ohren geredet, dass der Achsen sich zu Ritt will sicher. Und da davor muss er seine letzte Walzer tanzen. Sie kann vielleicht recht tun. Darum ist er wahrscheinlich zu Paris gefahren. Oh, und jetzt hat sich noch das Türbeler in den Bandit verliebt. Ist mir jetzt das wieder so Kopfverbrechen? Oh. Wollt ihr denn zum wenigstens ihren Schmuck ins Sicherheit gebrummen? Ich zieh jetzt aber ihre schöne Collier dem Boden. Da kann nichts passieren. Larry, Sie gehen mir jetzt aber so langsam auf den Nerven, hm? Ja! Sein Lübe ist in Paris gefahren, da ist überhaupt keine Gefahr. Mir noch Kolje, du bist schon mal eine rüdische Imitation. Ah. Ja. Ah, nein, mir kann nichts passieren. Ja. Und mein Bremschmuck ist schon gut aufgeräumt in meinem Gepäck. Soyez-en sûr. Das heißt, ich ziehe jetzt niemand in dem Hüss und auch nicht in dem Saal, wo so eine Tat übernehmen Kind. Aber man müsse trotzdem wachsam bleiben. Mais vous êtes fou? Verzeihen Sie mir, Magdalena,
Ich will kein Spielverderber sein, aber Sie können vielleicht trotzdem noch schauen. Larry, Sie haben jetzt bald mehr Schweißtreppel auf der Stirn wie Mondloch um den Kuhklopf. Nur ist Pflicht, wenn ich betonen darf. Nur ist Pflicht. Schwarz, wenn jetzt das muss sein, dann gehe ich halt noch rüber. Oh, ist das wieder etwas. Besser noch rüber. Wir hingen auch ganz da in der Welt sich rüber. Arsene, ich glaub's nicht. Du fährst alle im Norden selber rum, also du bist ein super Elefanten gekriegt. Mario! Nee, Marius! Ja? Halt doch einmal! Du weißt schon, dass da der Welt die Wahlohren sind. Mir muss ich jetzt da nimmer in den Garten. Ich hab gestern schon den ganzen Schmuck im Garten liegen. Den muss man jetzt aufheben und so schnell wie möglich ins Trockene machen. Hopp, hopp! Was ist passiert?